Hallo und willkommen zurück zu The Fall of the Dungeon Guardians. Wir werden jetzt erstmal die Zauberin angehen. Ich habe leider vergessen, die Gegenstände mir anzugucken, aber das machen wir dann einfach beim nächsten Mal. Und, oder ich mache das bei zwischen dem und dem nächsten Teil und werde jetzt hier diese Zauberin mal angehen und schauen, was die so drauf hat. Und hier ist unsere allseits beliebte Zauberin Jana. Sie scheint auf uns zu warten, wie all die anderen auch. Sie ist tödlich. Willst du was wissen, warum? Ihre Hauptfertigkeit Leben aussaugen heilt sie selbst, indem sie das Leben aus ihren Zielen saugt. Das ist ja sehr naheliegend. Davon mal abgesehen, kann sie uns mit einer Menge Zaubersprüche töten. Also bereite deinen antimagischen Schutz vor. Welchen antimagischen Schutz? Okay, verstanden. Mein antimagischer Schutz. Mhm. So. Feuerball. Sollte man wahrscheinlich kicken. Mhm. Oder das Leben aussaugen, kicken und den Feuerball, den ersten, einfach durchlassen. Ja. Passt schon. Versengen. Kommt der ab? Der hat aber vorher noch nicht wirklich viel Schaden bekommen. Was ist denn das? Versengen. 96 plus 96. Arcana-Ball. Kannaball. Zwei Sekunden. Machen wir erstmal den. Leben aussaugen. Den kicken wir einfach direkt. Wieso kommt denn der nicht? Oder habe ich den gar nicht gecued? Den, dann das hier auch nicht so. Und ja. Zauber ich da ab. Ich hätte kein Mana mehr. Kann sich mal selbst heilen. Eine Sekunde, das heilt den also gleich wieder ganz ordentlich. Dann machen wir hier mal ein Heal auf alle. Machen wir nochmal drauf. Den Kick können wir auch wieder machen. Ja, muss ich halt drauf achten, wann das kommt. Machen wir den zuerst. Leben aussaugen. Upp. Feuerball. Wenn der wieder durch ist, dann kommt der. Bums. Machen wir wieder Heilung auf alle. Mhm. Einmal den. Schon gecued. Versengen. Ja.
Der Heal hält noch 2 Sekunden. Sollten wir also neu machen. Geht jedenfalls ziemlich zügig, der Gegner. Den sollten wir vielleicht einmal hier... Naja, es geht nicht. Der wird nicht fertig. Ah, okay, war jetzt auch nicht viel Schaden. Oh. 7 Sekunden. Einmal den. Ja, machen wir einfach weiter so. Zup, zup. Ja, vielleicht sollten wir den jetzt einmal so heilen. Dann den drauf. Den hier. Oh, Leben aussaugen. Ja, senken. Jetzt kommt der AOE hier. Da mache ich aber jetzt mal diese stärkere Heilung an. Der kriegt gleich ordentlich diesen Dreier-Heal ab. Der hält noch 10 Sekunden. Dann machen wir erst nochmal den. Das sollte eigentlich klappen. Wenn nicht, dann müsste ich da mal kurz reingrätschen, wenn ich dran denke. Der hält noch 4 Sekunden. Noch 3. Sieht gut aus. Ah, das ist schon knapp. Ne, ist abgelaufen. Ne? Das ist doof. Na gut. Noch kein Beinbruch. Machen wir den nochmal. Und dann sammeln wir da wieder ein bisschen. Zack. Ja. Den, dann den. Da können wir schon mal wieder den Schaden erhöhen. Die hat kein Mana mehr. Das sollten wir vielleicht ändern. Mit einer kleinen Mana-Flasche. Mhm. Naja, war jetzt aber auch kein Drama. Den. Mhm. Der kriegt gleich wieder eine fette Heilung drauf. Dann machen wir erstmal wieder die Heilung auf alle. So, dann müssen wir den hier wieder stacken. Den. Der ist auch wieder bereit. Für den wäre eigentlich vielleicht sogar ein anderer Zauber gar nicht so schlecht, damit der 2 Zauber und dann den casten kann.
Aber ich weiß jetzt gar nicht. Frostbolzen könnte er. Mana kosten 23. Ziel entschädigt ist für 90. Könnte man halt theoretisch ausprobieren. Dazu müsste ich aber das Interface wieder runter skalieren, damit ich das überhaupt eingequetscht bekomme. Machen wir mal gerade. Optionen. Oberfläche. Unten. So. Dann müsste ich die mal alle rüber sortieren. Probieren wir mal diese Rotation durch. Dass wir erstmal den und dann den machen. Weil der Global Cooldown ist halt niedriger als 10 Sekunden. Und wenn der nach Ablauf von dem ersten den zweiten casten kann und dann den dritten, dann könnten wir halt alle drei durchrotieren. Statt da immer den einen schon viel zu früh zu casten. Da. Na. So, der kann den jetzt brauchen. Ja, und dann machen wir den und dann den. Dann wieder den. So, der hat aber jetzt auch so ein bisschen dünne Hitpoints. Oh. Ne, der ist eben nicht durchgekommen. Dann machen wir jetzt hier ein Explodieren draus. Bams. Nicht genug Mana. Brauchen wir aber wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Müssen jetzt noch gucken, dass wir den nächsten unterbrochen bekommen. Zack. Der heilt sich jetzt. Das war der Frostbolt. Da haben wir wieder ein bisschen was. Das ist zu teuer. Ja, komm, dann ziehen wir hier mal die Agro. Der macht eigentlich gerade keinen Sinn. Wir wollen ja nur noch die letzten paar HP runterbekommen. Feuerball. Das heißt, der wird jetzt sterben, möglicherweise. Wobei, die sollte ja jetzt den Hauptschaden abbekommen. Ne, okay, der bekommt den Schaden ab. Oh, lebt noch. Na, da hätte ich natürlich. Ah ne, der hatte gar kein Dings mehr. Ja, macht nix. Blitzt kaputt. Ja, das war verhältnismäßig einfach und schnell. Gucken wir mal. Und da geht's schon runter in die nächste. Ich bin aber auch nicht durch den Kampf gestiegen. Ich sollte also auf jeden Fall hier in der Ebene noch gucken, dass ich weitere Gegner und Erfahrungspunkte bekomme. So.
Da ist auch Ende. Da eben hat man ja auch noch ein paar Würmer gehört. Genau, da komme ich her. Da habe ich jetzt im Endeffekt diese Tür aufgemacht und kann da jetzt die Abkürzung nehmen. Ups. Hoppla. Laufen wir den Weg nochmal ab und in dem Level drüber hatte ich ja auch noch nicht alles, also wenn ich jetzt hier keinen Weg nach oben wieder finde, dann sollte ich mal in dem Level drüber wieder gucken. Geht's nicht durch? Da ging's halt runter auf dieses geheime Dingen. Da hinten ist ja auch noch ein Teleporter. Was war das Rätsel nochmal? Wirf mich in einen Käfig, der weit, weit nach unten geht. So, hier bin ich noch nicht gewesen. Ah ja, geht so. Dann haben wir da noch eine Tür. Mal, ob es da vielleicht irgendeinen Weg durchgeht. Gibt's. Also wahrscheinlich, wenn dann von der anderen Seite. Oder eben, diese Tür wird von der Schriftrolle geöffnet. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo hier ein Käfig ist. Weit nach unten geht's hier sicher. Da ist ein Teleporter, da kann ich reinspringen. Haha.
So. Ja, das macht wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn, weil ich die sowieso innerhalb von kürzester Zeit frittiere. Nummer 1. Nächster. Ja, der ist halt jetzt im Eimer, macht nix. Den brauchen wir vielleicht nicht mehr, nehmen wir den. Und den letzten hier noch. So. Ich wollte gerade sagen, da muss ja noch irgendwas von Wert gewesen sein. Gut, haben wir. Ja. Da haben wir noch eine kleine Ecke, aber das wird dann wohl auch nichts sein. Das sieht eigentlich auch alles ganz abgedeckt aus, also dass ich da schon war. Da bin ich noch nicht gewesen. Vorne. Flip, flip, flip. Vielleicht könnte ich auch die beiden abwechseln. Ups. Vielleicht mitteilen sollen. Der nächste. Ja, es sieht so aus, als wenn es noch funktionieren könnte. Die Heilung ist schon ziemlich stark gegenüber deren Schaden.
Langer Wurstgang. Ah, das sind wieder starke. Ah, dann warten wir lieber mal, bis wir erstmal geheilt sind. Dann können wir hier dann mal aufladen. Nein, den nicht. Okay. Blickspucke. In dem Fall können wir das wirklich direkt machen. Möglichst schnell. Den nehmen wir mal weg. Ja, der reicht nicht. Doch, der reicht. Ist erneuert. Feueratem. Das war nichts. Da haben sie dann doch ziemlich schnell aufgefressen. Ja, machen wir anders. Ja. Noch einmal den. Da ist die auch die falsche Agro. Den Schaden habe ich auch vergessen zu erhöhen. Tausend. Aua. Ich bin halt gerade beide gleichzeitig am Runterkloppen. Das ist eigentlich ziemlich dumm. Oh. 800. Und die hat kein Mana mehr. Ah, das macht eigentlich keinen Sinn. Halt ja irgendwen, der vielleicht eher stirbt oder der noch Schaden machen sollte. Ja. Bringen wir den jetzt schnell um und dann dem anderen den Rest noch geben. Au. Das war wohl nichts.
Ja, da habe ich das Zielen falsch gemacht. Da habe ich. Ja, ich greife alle hier an. Und dann machen wir einfach direkt den hier. Na, der kann eigentlich hochploppen. Ja. Das macht eigentlich auch keinen Sinn. Warten wir mal gerade, bis der durchgeheilt ist. Zack. So. Euer Atem brechen wir mal ab. Der kann sich selber heilen. Bin ich ja. Oh, den Schaden wieder vergessen zu erhöhen. Und der noch. So, der ist aber jetzt auch schon ziemlich im Eimer. Kein Mana mehr. Naja, versuchen wir jetzt mal ohne Restmana zu erledigen. Wir brauchen eigentlich nur den einmal, dann den einmal. Das machen wir noch hier drauf. Den können wir einmal abbrechen. Dann kann die mal die Aggro übernehmen. Na gut, den Feueratem. Okay. Und der hat jetzt wieder die Aggro. Sehr schön. Ein Stufenaufstieg. Machen wir den mal. Ja, dann machen wir hier nochmal Hast erhöhen. Und da bin ich jetzt aber wieder langsamer. Das alles für einen Heiltrank. Ernsthaft. Gut, dann werfen wir noch mal hier was weg. Ah, 2,5 Kilo. Ja, das war jetzt nicht so wahnsinnig toll. Ich meine, klar, die Erfahrung will ich sowieso einsammeln. Also allein für die Erfahrung war es natürlich schon wert, dahin zu laufen, aber da hätte ich mir doch ein bisschen mehr erhofft. Wie zum Beispiel einen Gang zurück in das andere Level. Gut, da ist halt nur dieser eine Fleck. So. Jo. Aha.
versteckt sich was im Gitter. Und ein Heiltrank. Na toll. Da hätte jetzt auch mehr sein dürfen. Da ist aber noch was. Und da unten haben wir auch noch eine Plattform. Was passiert denn? Aha. Wächterstief. Okay, und da sind dann auch die unsere kleinen Freunde. Also sind wahrscheinlich die meisten Geheimgänge jetzt in dem Fall einfach diese Sprungdinger, wo man halt ja, runterhüpfen muss. Ah, die geht jetzt drauf. Nächster Stufenaufstieg. Aha. Oh. Aha. Okay. Gut, machen wir den Stufenaufstieg. Bei der hatte ich mich da das 50% Chance, dir einen zusätzlichen Kommopunkt zu geben. Ja, aber der macht Fernkampf, aber das ist halt auf Aufmerksamkeit basierend. Bekommt man nicht so wahnsinnig viel Schaden durch, glaube ich. Wir können aber mal gerade gucken. Wir machen jetzt 59, wenn ich das hier nehme. Macht ihr halt einen Schaden mehr damit. Naja, es ist jetzt auch nicht so wenig. Ein 60stel. Jetzt knapp 2%. Wer weiß, es könnte natürlich jetzt auch hier ein bisschen hin und her gerundet sein. Ja, oder wir machen halt das mit den Kombo-Punkten. Dazu müsste ich aber erstmal Unsinn trainieren. Den kritischen Fernkampfschadensbonus um 25%. Wenn ich jetzt eine höhere Crit-Chance hätte. Oh, 31% ist jetzt schon nicht so wenig. Ja, aber ich glaube, das hier mit den 50% Chance ist besser. Dann nehme ich hier jetzt irgendeinen Unsinn. Das ist ja auch blöd, dass da. Soll das ein Messer darstellen? Das sieht für mich aus wie eine Pfeilspitze. Flinkes Messer. Flinkes Messer ist halt dieser Finisher. Ja?
Dann können wir beim nächsten Mal hier runtergehen. So. Müssen wir was wegwerfen? So. Ja, mit diesem Käfig, der ganz weit nach unten geht, weiß ich nicht, aber hier in dem Level ist ja jetzt auch nichts mehr. Das hier ist noch offen. Ich hab ja fast gedacht, das ist wahrscheinlich... zu Level 18. Ja, wahrscheinlich, wenn wir von unten dann hochkommen und können, ist das hier einfach nur so ein... ja... temporärer Raum oder ein temporärer. Einfach weil hier noch Platz war, haben sie das hingebaut. Das heißt nicht, dass es miteinander verbunden ist. Die Frage ist vor allem Ding, wie man hier wieder hochkommt. Aha. Ja, aber das sind halt wirklich schon Sachen, wo man nicht drauf kommt, wenn man, außer wenn man alles abklickt. So, dann haben wir hier noch eine geheime Wand. Das war jetzt auch schon eigentlich Zufall, dass ich da an die richtige Stelle geklickt habe. Habe ich jetzt hier wahrscheinlich auch nicht an die richtige Stelle geklickt. Ist zu hoch. Eigentlich schon unwahrscheinlich. Na, guck, gehen wir erstmal hier weiter. Aha. Mhm. Na gut, aber die Treppe, die muss ja irgendwo hinführen. Ist das Ding nur von der anderen Seite zu öffnen?
Na gut. Portal zu Lobby, sagen wir mal. Zu 16. Wir wollen aber jetzt wieder zu 15. Dann da runter und dann noch den Rest in dem Level 15 erkunden. In Level 16. Wo ging's da jetzt hoch? Ist ja auch nicht das Übersichtlichste von der Karte. Das nutzt mir nichts, weil da nur ein Gitter war. Genau, ja, kann man ja am Anfang durch. Hier lang. Jetzt sind wir da drüber in dem Raum. Da ist ja aber auch noch ein Raum drunter, wie es aussieht. Oder da ist halt nur die Lava oder sowas. Naja, gucken wir mal. Da haben wir jedenfalls noch einen Trank. Da ist noch ein Gang. Oder was? Nee. Da ist bestimmt ein Geheimgang. Ah. Ein Bogen. Den können wir doch mal wieder brauchen. Schön. Dann gehe ich jetzt mal in meinen Sammelraum. Ich den Weg zurückfinde.
So, gucken wir mal, ob wir hier... Da hatte ich ja, glaube ich, vorher auch schon den Verdacht, dass da ein Gang ist. Aber anscheinend kann man da nicht durch. Also vielleicht ist es so, dass der Knopf zu weit oben angesiedelt ist und man da einfach nicht rankommt. Naja, gut, schlussendlich ist es halt nur eine Abkürzung, die man nicht dringend braucht. Aber ein bisschen doof ist es schon. Und da ist halt noch was drunter. Wirf mich in einen Käfig, der weit, weit nach unten geht. Wahrscheinlich geht das noch nicht mal da drunter. Es geht da drunter, aber es nutzt nichts. Das sieht ja schon noch nach einem normalen Raum da unten aus. Aha. Juhu, wunderbar. So, dann werden wir mal zur Lobby gehen. Ja, genau, da muss ich jetzt diesen ganzen Kram wieder hochlaufen. Lalala. Wupp. So, jetzt können wir hier hinten runter. Wupp. Dann in den Porter. Und dann geht's erstmal hier nach oben. Sitz. Oder gab es da einen kürzeren Weg? Nein, den Weg wird man auch nicht zurücklaufen wollen. Okay, dann machen wir das einfach so. Laufen wir hier wieder rüber. Ich werde dann auch mal zum nächsten Mal gucken, wie das da mit dem Rätsel war. Ich hätte andersrum laufen müssen. Mit diesem Käfig. Ob das hier in den vorherigen Leveln war oder ob das noch kommt.
nicht so gut. Schatz. Zurücklaufen. Hatte ich die Steine draufgelegt. Also darüber. So, dann gucken, dass wir in unser Treppenhaus laufen. Und dann sind wir ja angekommen. Dann werde ich halt hier, wie gesagt, jetzt erstmal die Gegenstände aussortieren. Das waren ja jetzt Gegenstände von zwei Teilen. Und ich werde mal schauen, wo dieses Rätsel hinführt. Ob das noch irgendwo hinführt, wo wir hin müssen. Also wo wir sowieso noch hinkommen. Oder ob ich ja schon dran vorbeigelaufen bin. Ja gut, das schauen wir uns dann beim nächsten Mal genauer an. Also, bis dann!